Samsungs neues Flaggschiff, das Galaxy S8, steht in den Startlöchern. Wir verraten euch, was wir bisher wissen und über welche Features getuschelt wird. Nach dem Akkudesaster des Note 7 muss Samsung jetzt seinen beschädigten Ruf reparieren und ein technisch einwandfreies Gerät ausliefern, das auch neue Designmaßstäbe setzt. Den Leaks nachzuurteilen soll es wieder zwei verschiedene Versionen geben, in 5,8 Zoll und 6,2 Zoll. Damit wäre das S8 größer als die beiden Vorgänger S7 und S7 Edge, die in 5,1 und 5,7 Zoll daherkamen. Der Bildschirm soll nun fast die komplette Vorderseite einnehmen. Da könnte sogar der Hardware-Home-Button wegfallen. Und diesmal sollen sogar beide Modelle über gekrümmte Displays verfügen. Sehr wahrscheinlich ist wieder der Einsatz von Super AMOLED-Displays, die auch wie beim S7 mindestens in WQHD auflösen. Es könnten aber auch mehr Pixel sein, wenn man bedenkt, dass die Bildschirme mehr Platz einnehmen. So gibt es Gerüchte, die schreiben dem S8 ein ungewöhnliches Bildschirmseitenverhältnis von 18,5 zu 9 bei einer Auflösung von 2960 x 1440 Pixeln vor. Zuvor hieß es auch mal, dass Samsung seine neuen Geräte für Virtual Reality interessanter machen möchte und daher auf 4K-Displays setzen wird. Aber mit dieser vermuteten Pixeldichte wären die S8-Geräte trotzdem wieder nur okay für diesen Einsatz. Samsung könnte auch eine Art 3D-Touch verbauen, so dass das Display erkennt, wie stark ihr drückt und somit unterschiedliche Aktionen ausführt. Ob das Material des S8 nun aus Glas oder Metall sein wird, ist auch noch nicht klar, aber wasserdicht sollte es schon werden. Den aktuellen Gerüchten zufolge liegt der Fingerabdrucksensor nun auf der Rückseite neben der Kamera. Und wem die Position des Sensors zu fummelig wird, kann vielleicht auch auf einen Iris-Scanner hoffen, der schon im Note 7 zum Einsatz kam. Ja, und was steckt nun im Inneren? Bisher setzte Samsung stets auf zwei verschiedene Chipsatzversionen. Eine mit dem selbstgefertigten Exynos-Chip und die zweite mit Qualcomms Snapdragon-Einheit. Zuvor gab es in Deutschland immer die Exynos-Varianten. Da Samsung nun aber auch für Qualcomm die neuesten Snapdragon 835er herstellt und dieser vorerst exklusiv für Samsung-Geräte verfügbar sein soll, könnte es diesmal auch sein, dass das S8 bei uns mit der Qualcomm-Variante erscheinen wird. Der interne Speicher wird wohl bei 64 GB liegen. Wenn aber Samsung wieder einen MicroSD-Slot einbaut, könnte man auch mit weniger auskommen. Beim Arbeitsspeicher sind aktuell eigentlich 6 GB die Messlatte, um als Flaggschiff durchzugehen. Gerüchten zufolge sollen nur 4 oder auch 6 GB verbaut sein. Den letzten Leaks nach zu urteilen, wird es einen Mini-Klinke-Anschluss für Kopfhörer geben. Und nach dem Note 7 wird das S8 ganz sicher auch mit einem USB-Typ-C-Anschluss daherkommen. Mit diesem könnte es sich sogar mit einem Monitor verbinden und, wie bei Continuum von Microsoft, aus dem Smartphone somit eine Art mobiler PC werden lassen. Die verbauten Akkus sollen eine Kapazität von 3000 mAh bei der kleinen und 3500 bei der größeren Version halten. Zwei Kameralinsen auf der Rückseite liegen gerade im Trend, da müsste auch Samsung mitziehen. Freut euch aber nicht zu früh, denn die verbaut Samsung angeblich nur in der größeren Variante. 12 Megapixel nur soll der Sensor beider Versionen liefern. Hört sich nicht sonderlich viel an, aber die Pixel alleine sind ja kein Garant für Qualität. Denn schon beim S7 wurden nur 12 Megapixel-Chips verbaut und die neuen Frontkameras könnten erstmals über einen Autofokus, Smart AF genannt, verfügen und mit 8 Megapixeln auflösen. So sicher wie das Amen in der Kirche wird aber sein, dass Android Nougat zum Einsatz kommt. Samsung wird wohl auch hier wieder seine eigene Oberfläche Grace UI darüber legen, die wir schon vom Note 7 kennen. Ein intelligenter Softwareassistent namens Brixby könnte auch zum Einsatz kommen. Was der genau leisten soll, ist noch nicht ganz klar. Bestätigt hat Samsung aber schon Samsung Pay Mini. Anders als Samsung Pay, das nur an Ladenkassen zum Einsatz kommt, soll dieser neue Bezahldienst bei Online-Einkäufen eine Konkurrenz zu PayPal und Co. sein. Ja, und preislich wird der Tradition nach vermutlich nochmal eine Schippe draufgelegt. Im Gerüchtedschungel geisterten zuletzt Preise von 800 Euro für das kleine und 900 für das große Modell herum. Selber in den Händen halten können wir das Top-Smartphone wohl leider erst Mitte, Ende April. Samsung hat außerdem schon bestätigt, dass es nicht auf dem Mobile World Congress in Barcelona Ende Februar vorgestellt werden wird, sondern vermutlich erst am 29. März. Noch zwei Sachen zum möglichen Zubehör. Da es aktuell keine Note-Serie mehr gibt, könnte Samsung den digitalen Stift S-Pen auch für das S8 anbieten, so quasi als Wiedergutmachung. Außerdem sind kabellose Kopfhörer wie Apples AirPods im Gespräch. Mit den Gear Icon X hatte Samsung schon einen Vorgänger im Angebot, der sich für das S8 weiterentwickeln ließe. Sollte sich das Gerücht bestätigen, sind sie trotzdem kein Indiz dafür, ob das neue Flaggschiff einen Kopfhöreranschluss erhält oder nicht.
Weitere News rund um das Samsung Galaxy S8 erfahrt ihr wie immer zuerst auf curve.de.